Wir müssen allmählich mal zum Ende kommen. Ach. Was wollen wir nun beschließen? Albert, sag mal, was meinst du? Du stell dich nicht so an, Albert. Gemeinderat Gerlach will wissen, was du willst. Ich hab gesagt, was ich zu sagen hatte, Herr Bürgermeister. In 2 Tagen ist das große Fest. Wir müssen jetzt festlegen, wo die Tribüne stehen soll. Die Tischler warten schon ungeduldig auf Bescheid. Eben, eben. Und wir sind uns ja auch einig. Die Tribüne kommt vor das Bürgermeisterhaus. Ja, das haben die anderen auch schon gesagt. Albert, nun du. Ja oder nee? Ach, sag du ihm das. Du bist doch sein Vetter. Albert, du weißt doch ganz genau, warum wir alle für den Platz vor dem Bürgermeisterhaus sind. Der Minister und der Landrat haben sich angemeldet. Beide werde ich im Bürgermeisteramt in Empfang nehmen. Dann stiefeln wir 3 die große Freitreppe runter. Tusch, da-da-da-da! Dann quer über den Markt und klettern die Tribüne rauf, wo die wichtigsten Leute unserer Familie schon sitzen. Oh, Albert, du natürlich in der vordersten Reihe. Wieder ein Tusch, da-da-da-da! Klar? Klar? Ihr klettert rauf auf die Tribüne. Ja. Du und die beiden hohen Herren. Weißt du, wer schon da ist? Niemand. Kein Albert, keine Familie und schon gar nicht unsere Großmutter. Albert, was soll das heißen? Das soll heißen, dass unsere Großmutter nicht auf die Tribüne klettert. Nun mach mal einen Punkt, Albert. Ich als Bürgermeister hab das Recht. Ach, du hast überhaupt nichts und schon gar nicht recht. Großmutter Wandervoss gehört allen ihren 147 Nachkommen. Das werden wir ja sehen. Und nun Schluss der Debatte. Ich hab doch keine Lust, mich mit jedem hergelaufenen Sappelmoos abzugeben. Aber Albert, wie redest du mit dem Bürgermeister? Ich rede nun nicht mit dem Bürgermeister. Ich schnack mit meinem Vetter Henning. Und das als Chef der Familie. Was? Was ist das? Der Chef von unserer Familie ist immer noch unsere Großmutter. Und es geht ja auch um ihren großen Tag. Ich meine, sie ist ab und zu mal ein bisschen tüdelig, aber... Ach, nur hört ihr das an, ihr von unserer Großmutter spricht. Ja, ja, wenn ich nicht wäre, dann hätte sie schon längst ins Altenheim gesteckt. Was, ich? Ja, das tut mir richtig weh, wenn einer so einer alten Frau von 106 Jahren so ein Unrecht antut. Was heißt ihr überhaupt Chef von der Familie? Was ist denn mit Onkel Waldemar? Der Oberst? Mhm. Der hat sie doch nicht mehr alle. Ach, der denkt doch an nichts anderes mehr als an seine alte Blaskapelle. Naja, er ist auch schon 80. Was kann man da noch verlangen? Also, wo soll denn nun die Tribüne hin? Natürlich direkt vor meinem Hotel. Hotel? Naja, Gasthof. Aber einer der schönsten zwischen Maas und Memel. Und ich will euch auch auseinanderklamistern, warum die Tribüne da und nirgendwo anders stehen muss. Wer hat denn am 18. Geburtstag und wer soll denn den Luisenorden 2. Klasse kriegen? Unsere Großmutter Wandervoss, die 106 Jahre alt wird. Ja, aber was hat das alles mit der Tribüne zu tun? Diese Wandervoss ist die Witwe von dem seligen Elmer Voss. Und der hat ja damals den Grundstein gelegt für Vossens Gasthof. Und darum kann sie auch bloß aus diesem Haus rauskommen und auf eine Tribüne klettern. Entweder die Tribüne kommt vor Vossens Gasthof, dann ist alles in Ordnung, oder sie kommt vor das Bürgermeisterhaus, aber dann feiert ihr den Geburtstag ohne das Geburtstagskind. Was? Ich werde Großmutter einsperren. Und wenn einer kommt und fragt, dann sage ich einfach, sie ist krank und die kleinste Aufregung kann sie umbringen. Hör mal zu, Albert. Nee, ich höre gar nichts mehr. Glaubt ihr wirklich, dass ich euch meine Großmutter hergebe für eine Tribüne vom Bürgermeisterhaus? Dass sich die Gäste vom Gasthof zur Post nebenan dann meine Großmutter gratis angucken können? Ich hab in Vossens Gasthof 12 Fenster nach vorn raus. Und darum sollen sich die Leute hauen. Und auch um die Treppenstufen vor den Fenstern. Die hab ich doch extra 2 Fuß breiter machen lassen. 1 Taler pro Person. Wenn's um die Ehre unserer Familie geht, lass ich mich doch nie lumpen. Ja, nun begreife ich, was du meinst. Das ist auch wahr. Geschäft ist Geschäft. Warum hast du denn nicht gleich gesagt? Ja, die Düsel steht ja immer so auf den Kratzenhupen. Also, wo kommt die Tribüne hin? Das nützt ja doch nichts. Vor Vossens Gasthof. Keiner dagegen, also einstimmig. Einstimmig? Ja, so, und nun trinken wir noch einen. Ne? Ja, der Wirt gibt einen auf. Hier, komm mal durch die Tür mit. So, nur noch was ganz anderes. Du, ich hab da einen Zirkus an der Hand. Och, was? Ja, der gerade hier in der Gegend spielt. Einen richtigen Zirkus? Richtigen Zirkus. Das wäre doch was. Hier für die Prospekte. Oh, oh, oh. Das sieht ja toll aus. Oh, hallo, Emmy. Köln. Danke, mein Lieber.
Mann, guckt ihr das eigentlich? Na, Vater! Ah, zu einen darf ich noch. So, danke, Emmy. Na, dann Prost! Prost! Ja, Prost! Prost! Prost. Der Direktor heißt Professor Markus. Er hat sogar Löwen und bengalische Tiger. Oh. Die Dären hier auf dem Schimmel, Gott hat die Schinken. Da wollen wir die Schinken mal in den Büchs lassen. Meine Apotheke wartet auf mich. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, gebe ich dem Zirkus die Erlaubnis, am Sonnabend und Sonntag hier auf dem Marktplatz zu spielen. Ja, aber das ist doch schon das große Fest. Ja und? Ja und? Ja, ist das nicht ein bisschen viel, Hoppei, auf einmal? Na gut, dann kommt der Zirkus eben auf einen anderen Tag. Guten anderen Tag. Ja? Bitte? Bitte, wenn ihr meint... Albert, was ist denn? Was regst du dich so auf? Da schuftet man das ganze Jahr, dass da mal so ein bisschen Leben nach Bredenau kommt. Und dann sieht so ein Korinthenkacker aus. Was ist das? Albert, nun bezähm dich. Was willst du überhaupt? Wenn da ein Zirkus ist, Herr Bürgermeister, Schießbuden, hau den Lukas, Tanz, dann kommen die Fremden doch nicht erst, wenn es losgeht mit den langweiligen Reden. Dann kommen sie schon einen Tag früher, damit sie den Zirkus zu sehen kriegen. Und dann laufen sie auch nicht gleich nach der offiziellen Geburtstagsfeier wieder weg. Nee, dann bleiben sie doch hier und essen und trinken und verzehren den ganzen Tag was, bis sie nicht mehr aufsehen können, und dann bleiben sie noch einen Tag. Ja, vielleicht sogar zwei. Und dann haben sie so viel gefressen und gesoffen, dass sie das Achterende nicht mehr hochkriegen. Macht noch einen Tag, den vierten. Ach du, ich hab an alles gedacht. In all meine zwei Bettzimmer habe ich noch drei Betten extra reingesetzt. Und dann vermiete ich ja auch noch Zimmer bei allen Verwandten. Ja, und du bist der Einzige, der dabei einen Reibach macht. Schäm dich, Gerlach. Ich bin so einen großen Augenblick. Punkt, Albert! Was siehst du denn nicht? Ich will, dass der 106. Geburtstag unserer Großmutter sowas wie ein Volksfest wird. Ja, und auch die Pläsierdärns sollen ein bisschen was verdienen. Das gibt hier keine Pläsierdärns. Da will ich schon für sorgen. Ja, ja, womit haben wir so einen Bürgermeister bloß verdient? Och, nun langt das, Albert. Entschuldigung. Du meinst also, hier gibt es keine Pläsierdärns? Nee. Dann lassen wir uns mal welche kommen. Albert! Du, ich hab in Hamburg schon mit ein paar von den Mädchen gesprochen. Ja. Das soll hier hoch hergehen, du. So wie bei Kaisers Geburtstag. Und alle Leute haben frei. Du, die Post und die Schule und das Amt. Ja, aber das ist doch kein amtlicher Feiertag, die Beamten. Die Beamten, die Beamten. Ob die sich nur an ihrem Schreibtisch in der Nase pulen oder auf der Straße, das ist doch wirklich egal. Ja, aber du, meine ja, Apotheke. Deine Apotheke, ne? Ja, die bleibt natürlich offen. Ja, die Apotheke, was? Und da geht es ja um die Gesundheit von ganz Bredenau. So ist es. Solange das hier Vossens gibt, werden die sich um die Menschlichkeit in Bredenau kümmern. Hier steht der Bürger noch Hand in Hand. Und immer klingeln die Kassen in Vossens Gasthof. Wenn das heutzutage so gut geht mit Bredenau, dann bloß weil es die Vossens gibt. Ja, die Vossens sind seit urdenklichen Zeiten das Fundament dieser Gesellschaft. Ich danke dir, Albert, im Namen von unserer Familie, dem Staat und dem Kaiser. Also gut, der Zirkus kann meinetwegen kommen. Dann sind wir nun durch. Oh, ja, was gerne. Ja, tschüss. Ja, dann sieh mal zu, dass du gut nach Hause kommst. Ja, das schaff ich. Tschüss, tschüss. Gerne. Ja, nach Hause. Guck mal wieder rein. Ja. Ja. Wenn ihr freut, ja. Tschüss, tschüss. Ein Glück, jetzt sind wir los in einem Sappelmoos. Ja. Willen? Ja, Vater? Ach, bring mir mal ein Schinkenbrot. Ja, Vater. Oh, Mann. Da hat man schon so seine Last gebracht. Ja, Vater. Lang das, Vater, das war noch über. Ja, 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 ja. So, also, Gerlach haben wir auf unserer Seite. Ja, das schon. Aber du hast ganz schön auf den Putz gehauen. Wieso? Na, ich meine, Mann, Korinthenkacker. Nee, hab ich dich ja nicht mit gemeint. Ach so. Aber wenn dir der Schuh passt. Aber Albert, du lang das. Ich bin doch der Bürgermeister. Ja, 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 ja. Seit 5 Generationen heißt der Bürgermeister von Bredenau Voss. So gehört sich das auch. Weil wir das meiste Land haben. Und dich habe ich das letzte Mal gewählt, weil du zu was anderem ja nicht zu gebrauchen bist. Danke, Albert, danke. Ah, übt Onkel Waldemar immer noch mit seiner Blaskapelle? Unentwegt, seit heute Morgen um 7. Und, kommen Sie voran? Wenn man so will. Was soll das heißen? Die einen spielen laut, die anderen schnell, aber das große Tuton hört sich schon ganz richtig an. Woran denkst du, Albert? Ich denke an die Reden. Was für Reden?
Bei dem großen Fest werden doch auch ganz bestimmt Reden gehalten. Na ja, und ich denke daran, was die Alte sagen wird. Willst du sie denn auch reden lassen, Vater? Ja, glaubst du vielleicht, die Fremden sollen glauben, dass unsere Großmutter nicht mehr reden kann? Die glauben ja, sie ist schon ein bisschen tüdelig. Das ist auch wahr. Und dann müssen sie vor allen Dingen zu sehen kriegen, wie gut sie noch zu Fuß ist. Ja, das beweist ja, wie gut das Essen bei uns ist. Wieso Essen? Sie trinkt auch morgens, mittags und abends immer bloß Milchsuppe. Ja und? Ist das nicht die Milch von unseren Kühen? Und ist das Brot, was sie da einstippt, nicht aus der Backstube von unserem Onkel Guschi? Und ist das Brot nicht auch genau das Brot, was auch die Fremden hier vorgesetzt haben? Ja, ist ja gut, ist ja gut, Albert. Der ganze Bengel bringt mich immer ganz durcheinander. Sag mal, hast du nichts zu tun? Oh, ich bin ja schon weg. So, wo war ich mal noch? Ja, du, wir müssen jemanden finden, der Großmutter so sinnig und Suche die richtigen Worte beibringt. Vielleicht der Schulmeister? Also, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Der reimt sich wieder irgendwas zusammen. Sie soll doch kein Gedicht aufsagen. Und was ist mit dem Pastor? Ja, meinst du, dass er das macht? Warum soll er denn nicht? Wo Großmutter doch sonntags immer zur Kirche strüffelt. Ja, von mir aus. Ich kann die Schwarzen ja nicht gerade gut ausstehen, ne? Aber du, wir haben ja einen Vetter, ne? Der sogar Bischof ist. Mann, der kommt doch wohl nicht auch. Aber gewiss, den habe ich extra eingeladen. Das hast du nicht. Ja, Frau Willem, der hat den Brief hingebracht zur Post. Ja und? Was hat er zurückgeschrieben? Na ja, dass er sich nicht mehr so recht auf mich besinnen kann, aber dass er trotzdem kommt. Oh, du hättest uns erst fragen sollen, zumindestens mich. Warum denn dich? Du kannst vielleicht dösig fragen. Wo soll er denn sitzen? Rechts neben dem Minister? Da sitze ich schon. Du, dann setz ihn doch neben den Landrat. Der will doch auf der anderen Seite von dem Minister sitzen und sich da dick tun. Dann tu doch, was du willst. Aber wenn wir schon einen echten Bischof in der Familie haben, dann wollen wir den auch sehen. Der zeigt doch mehr als ein klöteriger Pillendreher. Tja, ist ja gut, ist ja gut. Riechst du dich schon wieder auf, Albert? Ja, ist doch wahr. Familie Pingel hat Zimmer für Sonnabend und Sonntag bestellt. 16 Mark, habe ich gesagt. Doppelter Tarif, die haben das ja, ne? Ja. Wie viele Zimmer? Zwei. Zwei? Ja, das sind ja 8 Leute. Ah. Kinder, das wird dir ein Fest, du. Ich sehe das schon so richtig vor mir. Auf der Tribüne, ich der Minister, der Landrat, der Bischof. Ja, und? Und? Und du natürlich als Bürgermeister. Ja, und? Und was ist mit Großmutter? Ach, die Alte ja auch noch. auf die Treppenstufen ganz vorn und um sie rum den Rest von der Familie. Du, und ganz vorn, noch vor die Jubilarin, die jungen Paare. Das hat schick, du. Was? Was für Paare denn? Was für Paare denn? Emmy und Peter und Willem und Lieschen. Du, und der hat mir noch was ausgesagt. Lass mich raten. Kommst du nie drauf? Alle haben sie Klamotten an aus Omas Kinderzeit. Ja, die Jungs so alte Uniformen und die Deans, Rokoko-Rüschen, Strohhut auf dem Kopf. Du, und ich lasse den Fotos machen, ne? Das ist eine schöne Erinnerung für uns Eltern. Und den Rest von den Fotos verkaufen wir an die Gäste. Du denkst aber auch wirklich an alles. Mhm. Oh, aber den Kindern müssen wir das noch sagen, ne? Das mit den Kostümen und das mit der Verlobung. Was, die sollen sich bei der Gelegenheit gleich verloben? Ja, warum denn nicht? Ist doch ganz passend, nicht? Ein Aufwasch. Wieso? Dann brauchen wir die pucklige Verwandtschaft nicht nochmal einladen. Na gut, was meinen Peter und deine Emmy angeht, ist da nichts im Weg. Die warten doch schon drauf. Ja, so gut. Ja, aber Albert, das sagst du so. Ja, was meinst du denn? Ja, Oh, Mann. Ja, Herr Redakteur Lüttjohann, guten Tag. Na, wie geht's Ihnen? Wollen Sie was essen? Ja, ich und meine Frau. Und dann haben wir noch 3 Freunde aus Sparkholt mitgebracht. Wir haben schon so viel von dem guten Spargel hier gehört. Ja, dann sind Sie also... 5! Ja, Clara! Clara! Ja, was ist denn los? Clara, ein Tisch für 5-mal Spargel. Herr Redakteur Lüttjohann ist hier. Ja, geht ja sofort los, Herr Redakteur. Ich will hier auch gar nicht weiter stören. Ich wollte bloß mal schnell fragen, wie es der Jubilarin geht. Ich bin schon ganz neugierig, die alte Dame kennenzulernen. Sie ist so fidel und träge. Als wenn sie gerade 90 wäre. Ja, ich hab gedacht, ich komme denn morgen und snacken mit ihr für den Artikel. Sagen Sie doch mal schnell, wann ist genau das große Bankett, wo ich das Foto machen soll? Bankett? Er meint das Festessen. Ja, warum sagt er das nicht? Das große Bankett ist am kommenden Sonntag Punkt 12, aber da lassen Sie uns nur noch nicht von reden. Wieso? Ach, wissen Sie, wenn es nach mir ginge, dann würden wir da so eine kleine, gemütliche Feier von machen. Nur die Familie. Das Wirtshaus hier dicht, schönes Glas Wein zum Anstoßen.
und mal einen Tag nicht ans Geschäft denken. Aber was ist nun? Die Leute wollen ein großes Fest. Der Minister will unbedingt eine Tribüne direkt vor meinem Hotel. Und der Gemeinderat hat sogar einen Zirkus angemietet. So. Ja, fragen Sie Henning. Tja, das ist eben so, wie es ist. Und wir Enkelkinder haben die Last damit. Aber das Wichtigste ist doch, dass es ihr gut geht. Och, ob ihr das gut geht. Und wie ihr das gut geht. Sie ist so völlig auf den Beinen wie eine junge Dame. Na ja. Ihr Tisch ist nur fertig, Herr Lütjohann. Na, dann will ich mal rüber zu meinen Leuten. Bis dann. Ja, und lassen Sie sich Vossens Heidespargeln dann gut schmecken, ne? Bis dann. Der Redakteur. Oh Mann, der hat mir gerade noch gefunden. Ja. Na. Oh. Hm. Was denn für ein Redakteur? Großmutter ist müde und friert. Ja, müde und friert. Ja, der muss Großmutter fein zu Bett gehen. Um diese Zeit schlafen die Kinder. Ja, zu Bett. Ja, so mache ich das Leiden, Großmutter. Aber erstmal müssen wir noch unsere Suppe essen. Milchsuppe. Und morgen wird der Pastor Großmutter ganz genau erklären, was sie an ihrem großen Tag sagen soll. Und wenn Großmutter ihre Lektion fein lernt, dann gibt das 2 Teller, ach, was sag ich denn, 3 Teller Milchsuppe mit tüchtig eingeweichtem Brot drin. Ich mach kein eingeweichtes Brot. Nicht? Und dann schneide ich dir da ein paar Erdbeeren rein. Ach, guck mal an. Erdbeeren. Wo ist meine Wärmkrucke? Oh, Großmutter, wir haben doch Sommer. Was? Sie ist ja auch nur müde, ne? Soll Großmutter nicht erst mal mit uns anstoßen? Du wirst sie doch wohl nicht an die Puddel bringen. Was? Mal bloß kein Quatsch, du. Was gibt es denn? Oh, ein lüttes Glas Rotwein vielleicht? Ach, so ein labberiges Zeug. Nee, lieber ein Kümmel. Ach, was? Großmutter muss nur fein Gute Nacht sagen. Also kein Kümmel? Nee. Na. Sie muss jetzt ihre Ruhe haben. Sie wird ihre Suppe oben essen. Na denn mal gute Nacht, Großmutter. Oh Mann, das gibt Abend, du, da kannst du nichts mit ihr aufzählen. Nacht, Großmutter. Nacht, Großmutter. Nacht, Großmutter. Nacht, Großmutter. Nacht, Großmutter. Was hast du gerade gesagt? Ich? Ja, von wegen der Verlobung. Ach ja, Verlobung, du. Du, ich frag mich, ob das wirklich gut ist, wenn ihr den Gören so auf den Hacken sitzt mit der Hochzeit. Du, was meinst du denn? Ja, zum Heiraten gehören immer noch 2. Also meinst du vielleicht, dass ausgerechnet Lieschen, das Waisenkind, unsere Familientradition durcheinander bringt? Ja, und du meinst, dass Lieschen, das Waisenkind, deinen Wille im Leiden macht? Sie hat ja nichts dagegen, wenn er sie mal umfasst. Ja, das meine ich, wenn ich sehe, wie sie einfach stillhält, wie ein Schaf beim Scheren. Mag sein, dass er ihn leiden kann, aber träumen tut sie gewiss nicht von ihm. Was, träumen? Nee. Sie träumt nicht von ihm. Clara, Clara, komm doch mal eben rein. Und sie träumt. Komm doch mal her. Clara, erzähl Henning mal, ob du vor unserer Heirat von mir geträumt hast. Von dir? Geträumt? Darauf kann ich mich nicht mehr besinnen. Ja, siehst du. Ach, Clara war eine ernsthafte Dirne, als sie noch jung war. Ich war ja ganz genauso. Ne? Oh, Mann. Was ist denn nun schon wieder los? Warum schläft Großmutter nun noch nicht? Wo ist meine Wärmkrucke? Entschuldige, Großmutter, bringe ich dir gleich. Ja, und dann wollte mein Vater ja auch absolut, dass wir beide heiraten. Ne? Und wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Von welchem Vater redet sie eigentlich? Von ihrem Vater? Ja. Aber der hatte nicht viel zu sagen, was? Ja. Solange Großvater Elmer noch gelebt hat, was, Großmutter? Das war noch ein Kerl, ne? Dein Elmer? Ja, das war er. Ja, du, ich sag dir, da gab das bloß eins, du. Weg waren und bloß nicht aufmucken. Ja, genauso habe ich das auch gehalten. Siehst du? Ja, und so wie Elmer will ich das auch halten. Das tu mal, Albert. Wer? Super, die Wärmeflasche. Mach, was du willst, verheirate die Kinder, dass sie dann für neue Vossen sorgen. Da kannst du Gift drauf nehmen, du. Das ist Familientradition. Ja, die Vossens, das sind noch richtige Kerls. Ist das nicht so, Großmutter? Wenn der Hahn krähen will, schert er sich nicht um seine Hühner.
So, nun geht das nach Rom runter. Wunderschön ist, ne? Tschüss, Albert. Ja, tschüss. Ach so, du, wenn der Kerl von dem Zirkus kommt, hier ist eine Genehmigung. Ja. Ausfüllen kannst du das dann ja auch. Ach, ausfüllen? Ja, du. Musst aber seinen richtigen Namen eintragen. Seinen Künstlernamen langt nicht. Oh, ja. Muss alles seine Ordnung haben. Ja, tschüss, ich weiß Albert. Bescheid. Tschüss, tschüss. Ach, Willem. Was ist denn, Vater? Weißt du, wo Nischen steckt? Steht neben mir und spült die Gläser. Ja, dann mal rein mit euch beiden. Oh, nee. Ach, will Großmutter heute Abend denn überhaupt nicht zu Bett? Zu Bett, wenn ich das will. Mit Kindern und alten Leuten hat man so seine Last. Was ist denn, Vater? Ich war gerade beim Gläserspülen. Ja, Lieschen, komm mal her. Ich habe eine große Überraschung für dich und Willem. Mhm. An Großmutters Geburtstag werdet ihr euch verloben. Ich? Hast du was gesagt, Lieschen? Nee, nee, Onkel Albert. Willem! Ja, siehst du, so mag das leiden. Lass das, Willem, ich muss doch die Gläser spülen. Ach, das hat doch Zeit. Nein, hat das nicht. Na, Bent? Na, Bent? Womit kann ich dienen? Ich würde gerne eine Kleinigkeit essen. Ach, dann sind Sie sicher der Mann vom Zirkus. Stimmt. Dann sind Sie Professor Markus. Ehrlich? Kann ich draußen im Garten was essen? Ja klar, dann stellen wir da gleich einen Tisch hin. Danke. Schönes Fräulein, haben Sie gleich ein Bier für mich? Ja. Dann kannst du auch gleich den Tisch hinstellen. Gibt das heute Abend kein Zirkus? Nein, nein, ich habe die ganze Gegend hier abgeklappert. Dann haben wir erst mal eine Woche frei. Und dann geht das weiter nach Pommern. Dann können Sie ja froh sein, dass Sie hier bei uns spielen können. Hm? Ja, stimmt. Sind Sie denn schon mal in Bredenau gewesen? Nein, bin ich nicht. Oh, dann wird es aber Zeit. Sagen Sie mal, gibt es hier in Bredenau eine Familie Voss? Voss? Was gibt es denn da zu lachen? In Bredenau gibt es mehr Vossens als Batzen auf dem Dach. Aha. Aber warum wollen Sie das wissen? Mein Großvater hat mir mal gesagt, wenn ich mal nach Bredenau komme, soll ich da mal nachsehen, ob es dort eine Familie Voss gibt und eine Manda Voss auf dem Kirchhof liegt. Nee, tut sie nicht. Wissen Sie das genau? Ja klar, die ist nämlich noch gar nicht tot. Da sitzt sie. Aber ich hol Vater mal eben. Vater! Was? Sie sind Manda Voss? Bin ich. Und wer bist du? Das ist der Mann vom Zirkus, Großmutter. Und du geh endlich schlafen. Zirkus, das ist schön. Was macht er da? Schießt er da Kopeister? Nein, nein, nein. Ich bin Dompteur. Zirkus, das ist wunderbar. Ah, na, na, Sie sind schon da, ne? Herr Professor Markus. Ja, der Bürgermeister hat mir schon die Genehmigung für Sie gegeben. Ich muss dann nur noch Ihren Namen einsetzen. Den richtigen, ne? Das ist ja für das Amt und er muss das alles so seine Ordnung haben. Ich heiße Offenhardt mit 2 F. Ja. Hans Offenhardt. Ja. Offenhardt. Hans. Komma. Hans. Was hast du ihm gesagt? Lass mal, Großmutter, das geht dich nichts an. Aber er hat doch Offenhardt gesagt, oder? Ja, das hat er gesagt. Der Mann heißt Offenhardt. Bist du nur zufrieden? Offenhardt. Ach, nun wird sie wieder stundenlang ihren Namen vor sich herbrappeln. Offenhardt, Offenhardt. Hier, komm, komm, schreib ihn. Aber Hans, hast du einen Vater? Ja, aber der ist tot. Der ist vom Trapez gefallen. Wie war sein Name? Nun geht das wieder los. Im Zirkus ließ er sich Giovanni nennen. Aber auf die Welt gekommen ist er als Johannes. Und dein Großvater? Auch tot, über 30 Jahre. Hm. Zu seiner Zeit war er sehr berühmt als Alexander der Kettensprenger. Ah, mein Wärmbuddel. Ich hab dir doch schon mal gesagt, wir haben Sommer. Du hast recht. Ich friere auch gar nicht mehr. Gute Nacht, Hans Offenhardt. Gute Nacht, Frau Voss. Ich werde mir deinen Zirkus angucken. Ja. Und du wirst sehen, was ich von dem Zirkus halte. Und wie doll ich klatschen kann. Ja, nu doch nicht. Spar dir das auch für die Tribüne. Hans, machst du tanzen? Ja, aber gern, Großmutter Voss. Wenn ihr im Pott mit Bogen steigt und
Du ein Gott mit Frieden, Lot, und Bonslohn und Tanz mit Mien Hans. La 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 la. Kommst mal eben, das Bierfass ist alle. Du musst Neues ansteigen. Muss ich denn alles allein machen in diesem Haus? Entschuldigung. Tut mir leid, es dauert noch einen Moment mit dem Bier. Das Fass ist leer. Ja, aber das macht doch nichts. Bleiben Sie doch schönes, Frau. Tja, wenn Sie meinen. Wie heißen Sie? Ich heiße Marie-Louise. Ja, aber das ist doch ein schöner Name. Ein bisschen lang. Darum sagen Sie auch alle bloß Lieschen zu mir. Wenn Sie bei mir im Zirkus wären, würde ich Sie Mary Lou nennen. Mary Lou? Ja. Tja, das hört sich nach Zirkus und weiter Welt an. Wann haben Sie Geburtstag? Am 19. September. September? Schau, da bin ich in Bayern. Sie kommen bestimmt weit rum, was? Stimmt. Und immer mit Ihren Löwen und Tigern? Na klar. Das ist bestimmt bös gefährlich. Ab und zu. Und was machen Sie da? Dann schießen Sie in die Luft. Peng! Und dann kriegen Sie Angst! Ja, nicht die Tiger, das Publikum. Mit einer so kleinen Pistole kann man einen ausgewachsenen Tiger keine Angst machen. Und wie bekommen Sie den ausgewachsenen Tiger ruhig? Ich guck ihn fest in die Augen. Aha. Und genauso machen Sie das auch mit den Mädchen, glaube ich. Meinen Sie? Und Ihr Freund? Wie sieht der Sie an? Ich hab keinen. Kein Freund? Ich hab bloß einen Vetter. Und den haben Sie lieb? Wir werden heiraten. Ja, aber wenn Sie nicht lieb haben, warum heiraten Sie ihn denn? Ja, das ist so beschlossen. Warten Sie doch. Es kommt bestimmt noch ein anderer. Bestimmt nicht. Alle meine anderen Vettern haben schon eine Frau. Ja, und? Ja, bei uns wird immer in der Familie geheiratet. Ja, und die Frauen sind da glücklich mit? Zumindest werden sie ganz schön alt. Och, das ist schon spät. Ich muss noch aufwaschen. Tschüss. Tschüss. Kommen Sie noch mal wieder? Ja, mit dem Zirkus. Och. Denn erst. Vielleicht auch schon früher. Ich muss ja das Pferd beschlagen lassen. Morgen, da muss ich Wäsche bleichen. Wo ist denn der Bleichplatz? Hinter der Schule. Sind Sie da allein? Meistens ja. Die anderen Mädchen haben da keine Lust zu. Tschüss. Tschüss. Mary Lou. Oh nee, ich will nicht heiraten. Ich will nicht heiraten. Ich will nicht heiraten, ich will das nicht. Hier bist du, Lieschen. Mit wem redest du? Mit mir selbst. Was ist los mit dir? Bist du krank? Das weiß ich nicht. Wenn du morgen noch nicht wieder auf dem Damm bist, dann helfe ich dir beim Bleichen. Ja. Oh, nee! Das tut gar nicht nötig. Das geht mir schon wieder besser. Viel besser. Das geht mir richtig gut. Von Friedgard, die hatte ich fast vergessen. Du, sieh doch mal zu, wo du sie und die Kinder vielleicht noch unterbringen kannst. Ne? Wo meinst denn? Na ja, bei dir ist doch klar, du bist der Bürgermeister. Mann, ich habe doch schon 17 Leute in Logis. Dann kommt es auf 5 oder 6 mehr auch nicht an.
Oder steckt sie doch in die Schule ins Armenhaus oder so. Die sind das von zu Hause auch nicht besser gewöhnt. Genau, Albert. Das ist noch was. Komm, was? Ja, setz dich mal hin. Jetzt noch. Pass mal auf, der Bischof. Was, der Bischof? Ja. Der Bischof kommt morgen früh Punkt 9 Uhr an. Ich kann nicht hin zur Bahn. Du musst hin und so ein bisschen Brimborium machen, ne? Was meinst du mit Brimborium? Ja, ich hab gedacht, das ist eine kleine Rede, so mit ganz Bredenau und hohem Besuch. Ja. Große Ehre. Vielleicht ein paar Lüde Dern, so diese und so Blumenstreuen. Blumenstreuen? Und so. Das ist doch keine Hochzeit. Das spielt aber keine Rolle. Ja, wie du meinst, Albert. Sag mal, was setzt du da rum, als wenn dich das alles nichts angeht? Du was? Was soll ich denn tun, Vater? Ja, weiß ich doch nicht. Frag deine Mutter. Hör an, du Onkel Waldemar. Ja, das hört sich doch schon noch was an. Du bist ja immer noch da. Was ist denn nun? Den Bischof ins Armhaus stecken und Friedgard Blum vor die Füße streuen. Ja, genau. Na, denn mal zu. Oha, ist das eine Hitze. Ich muss mich hinsetzen. Hast du die Zirkuspferde gesehen, Emmy? Och, das ist doch gleich ein ganz anderes Bild als so ein Ackergaul. Und wie die Frauen darauf reiten. Hast du gesehen, was die für Augen machen, wenn sie Professor Markus angucken? Na, du hast deinen Mund ja auch nicht wieder zugekriegt. Na ja, von Karl, der mit Löwen und Elefanten fertig wird, kriegt man ja nicht jeden Tag zu sehen. Wenn der heute Nacht bei mir anklopfen würde. Was? Er will zu dir kommen? Weiß ich nicht. Kann er ja gar nicht. Er weiß ja gar nicht, wo deine Kammer liegt. Und wenn ich sie mitzähle? Emmy! Emmy! Hör mal, Emmy! Tag, schönstes Fräulein! Oh. Guten Tag, Herr Professor Markus. Ach, sagen Sie doch ruhig Hans zu mir. Den anderen Namen brauche ich nur für den Zirkus. Ich wollte... Ja, sagen Sie mal, das sind doch echte wilde Tiere, hm? Ja, aber sicher. Die habe ich selbst gefangen. Das war ein Siam und Sumatra. Hier, ist ein kleines Andenken. Ist nicht wahr! Doch, das war auf Makassar in Celebes. Mit sowas kann man einer Frau imponieren. So ein Mannsbild läuft dir nicht jeden Tag über den Weg, was, Liesche? Oh, bitte. Sieht so aus, als wäre sie für dich gemacht. Was? Na ja, deine Verlobte. Ah, wenn man so will. Sie ist eben noch ein junges Mädchen, das sich ein bisschen ziert. Ne? Aber das läuft sich alles zurecht. Junge Pferde müssen sich auch erst ans Geschirr gewöhnen. Oh Mann. Na, gucken Sie sich das Haus an? Was? Ich sagte, ob Sie sich das Haus angucken. Na ja, ich wollte mal ein bisschen sehen. Das ist das Fenster von unserer Großmutter. Aha. Da hat Lieschen ihr Zimmer. Mhm. Und das da ganz links, das ist mein... Mhm. Das Zimmer von Vater und Mutter ist nach hinten rauf. Da ist es ruhiger. Die hören da rein gar nichts. Na, denn man zu. So, Frau Voss, nur noch mal die letzten Worte, dann sind wir wohl durch damit für heute. Oh, meine Güte, das ist so langweilig. Ich lache gleich mal. Oh, wer kommt da? Wir sind das. Ach, ihr seid das. Ja, wir sind das. Frau Voss bekommt Besuch. Mann, das ist doch kein Besuch. Das ist doch mal bloß meine Schwägerin Victoria. Und mein kleiner Sohn Waldemar. Tag, Mama. Tag, mein Kind. Du, Waldemar, wo du nun gerade mal hier bist und wir doch so doll feiern wollen hier, warum heiratest du nicht? Aber Mutter, ich bin doch schon zweimal Witwe. Ja, das weiß ich auch. Leontine und Bertha. Bertha hat mir eigentlich besser gefallen, wenn sie auch mal bloß so kurze Beine hatte. Die hat das wenigstens immer gut mit dir gemeint.
Ja, du sollst dir wieder eine junge Frau suchen, so in deinem Alter. Ach, Mutter, da muss ich ja doch bloß den ganzen Tag aufpassen, dass sie sich nichts Jüngeres sucht. Ja, er hat den ganzen Tag was um die Ohren. Frau Voss! Ja, wieso? Er hat doch sonst nichts zu tun. Ist doch ein stattlicher Kerl, der würde gut noch zum Bräutigam passen. Ja, ich bin doch schon seit 20 Jahren in Pension. Ja, ich weiß, bei den Dragonern. Da laufen heutzutage auch nur noch grüne Jungs rum. Victoria? Ja? Sitzt du kommod? Ja, ja. Ich kann dich nicht sehen. Das Umdrehen, das fällt mir schon so schwer. Ja, und bald feiern wir ja auch den 100. von Fräulein Victoria. Was? Das hat doch noch Zeit. Ich bin doch noch nicht mal 90. Noch nicht mal 90, wie sich das anhört. Sie haben doch sicher eine Menge erlebt in ihrem langen Leben. Erlebt? Na, die doch nicht. Was soll das Fräulein denn schon erlebt haben? Ich kann nicht so gut mit meiner Schwägerin. Frau Voss, in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie sind nun schon der 17. Pastor, der mir das sagt. So bei klein sollen sich mal was anderes einfallen lassen. So, Frau Voss, nur noch mal die letzten Worte, dann sind wir wohl durch dafür für heute. Wir haben Schicksalsschläge ertragen. Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben Schicksalsschläge ertragen und wir... Oh! Da, wo er nu steht, der Zirkus, das steht er aber gut. Über den Zirkus reden wir hinterher. Wir haben Schicksalsschläge ertragen. In dem Bewusstsein, dass es der liebe Gott ist, der sie uns schickt und auch wieder von uns nimmt. Dass es der liebe Gott ist, der sie uns schickt und gar nicht dran denkt, sie wieder von uns zu nehmen. Voss! Sag mal, was gibt Hans Offenhardt seinen wilden Tieren eigentlich zu fressen? Was? Was gibt Hans Offenhardt seinen wilden Tieren zu fressen? Der liebe Gott! Was, der Bibi? Dass es der liebe Gott ist, der sie uns schickt und auch wieder von uns nimmt. Und auch wieder von uns nimmt. So, und nun den Teil, den Sie schon so gut können. Und das alles... Und das alles, um Ihnen zu sagen, dass die Familie Voss mit recht erhobenen Hauptes durchs Leben schreitet. Sehr gut. Und das alles, um Ihnen zu sagen, dass die Familie Voss mit recht erhobenen Hauptes durchs Leben schreitet. Genauso werde ich Ihnen das morgen sagen. Na, kommt ihr zurecht? Na, wunderbar. Ich sehe jetzt schon, dass die Leute ihre Taschentücher gar nicht wieder trocken bekommen. Ja, warum das denn? Das ist doch keine Beerdigung. Na, an dem Geburtstag von Ihrer Mutter Voss wird ihr wohl ganz Bredenau das Heulen kriegen. Also, wenn dieser, wo ist Rieschen? Draußen, glaube ich. Draußen? Ja, da lass ich mal. Da hat sie gestern auf einen gewartet, der denn ja auch gekommen ist. Auf ihren Willen. Quatsch. Auf wen denn wohl sonst? Ich kann auch mal ein kleines Geheimnis für mich behalten. Och, du kannst auch gar nicht mehr richtig gucken. Ja, weißt du, das kommt ja nur immer ganz drauf an, ne? Ja, dabei werde ich Sie doch gleich mal selbst fragen. Was ich noch sagen wollte, Frau Voss, den Leuten wird es sicher gut gefallen, wenn Großmutter Voss dann auch noch auf den Friedhof möchte. Friedhof? Sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich, dass ich an meinem großen Tag tot umfall? Himmels Willen, nein. Ich meine, dass Großmutter Voss dann mit der gesamten Gemeinde zu den Gräbern ihrer Verwandten geht. Sie haben doch Verwandte auf dem Friedhof? Na, das habe ich. Ja, schön. Sie sagen dann, ich möchte Blumen zum Friedhof bringen und an unserem Grab Andacht halten. Mensch, wieso denn auf dem Friedhof und am Grab? Mich macht das immer ganz traurig, wenn ich sehe, wenn die da so in ihrer Ewigkeit liegen. Und nur drauf lauern, dass ab und an mal einer vorbeikommt und ein bisschen Wasser auf die Primeln pülschert. Und dann sind die Seelen ja auch gar nicht auf dem Kirchhof. Nein, die sind natürlich im Himmel, will ich jedenfalls hoffen. Also, Sie üben das Ganze nochmal und dann gucke ich morgen nochmal wieder rein, ja? Sie brauchen aber nicht zu denken, dass ich morgen Ihren Beistand noch nötig habe. Wieso das denn nicht? Morgen kommt doch mein Großkind, der Bischof. Und ich werde mich hier ja nicht mit so einem jungen Landpastor abgeben, wenn ich in der Familie einen ausgewachsenen Bischof habe, nicht? Na schön, wir sehen uns trotzdem morgen. Ja, tschüss, Herr Pastor. Tschüss, Frau Voss. Fräulein Voss, Herr Voss. Im Schritt!
Im Galopp! Halt! Was? Herr Pastor, nun gehen Sie, Mann. Der Junge muss Ordnung in seine Truppe bringen. Rühren! Ist schon gut, Herr Voss. Da spielst du wieder Soldat, Waldemar. Das ist doch nicht zu glauben. Wenn das Pferd durchgeht, dann haut man da nicht mehr mit der Peitsche drauf. Dann heißt das Zügel kurz nehmen. Zügel kurz nehmen, hab ich gesagt! Waldemar, hast du uns heute Morgen eigentlich schon ein Hecht geangelt? Hä? Nee, Mama, das Wasser war viel zu klar. Ach so. Victoria! Ja? Du sagst ja gerade nicht viel heute. Ich sag nie viel. Gehst du auch mit zum Zirkus? Nee, aus dem Alter bin ich raus. Ich geh mit. Sag mal, Waldemar, was macht deine Blaskapelle? Sitzt das denn nun alles? Allerbest. Die spielen den Marsch schon so schnell kann man gar nicht laufen. Ach, wenn ich 100 wäre, dann suche ich mir aber andere Musik aus. Ja, wenn du noch Zähne hättest, würdest du beißen, alte Schatteke. In die gute Stube, Herr Redakteur. Oh, Besuch. So, da haben wir beide zusammen das Geburtstagskind und ihre Schwägerin. Sie sind also das Geburtstagskind. Nee, das ist sie, das sieht man doch. Ja, das bin ich, auch wenn sie älter aussieht. Komm mal ein bisschen näher, dass ich sie auch sehen kann. So, Sie sind also vom Blatt. Ja, ich schreibe fürs Hamburger Fremdenblatt. Ja. Und Sie werden also 106 Jahre alt? Ja. Wann sind Sie denn auf die Welt gekommen? Na, mit Ihrem Rechnen scheint das aber nicht weit her. Wollen hoffen, dass Sie wenigstens schreiben können. Ich bin von 1794, Mensch, das kann man sich an drei Fingern auszählen. Unrüstig, sag ich Ihnen. Ja, ja, hier, fassen Sie ruhig mal an die Windkraft hinab. Gut im Futter. Aber wenn Sie mich kaufen wollen, sollen Sie wissen, mit den Zehen ist das nicht mehr zum Besten. Ey, und niemals krank gewesen, Großmutter Voss? Nee, doch. Mumps. Das sind nun aber auch schon 103 Jahre her. Mumps. Hm? 1796. 97. Ist aber nichts von Nacht geblieben. Aber die da, die ist mal vom Heuwagen gefallen. Da ist aber was von nachgefallen. Da hätten Sie ja noch den alten Blücher kennen können. Den Marschall Vorwärts, ja, den habe ich nicht nur gekannt, den habe ich auch mal gesehen. Ja, gucken Sie mal, wie klar sie noch im Kopf ist, ne? Und ich habe ihn nicht nur gesehen, ich habe auch mit ihm gesprochen. Sie waren also mal in Berlin? Ja, klar. Oder glauben Sie, der kommt hier extra nach Bredenau? Ab und zu kriegt sie mal ein bisschen was für einen Tüdel. Ne? Fragen Sie mal lieber... Nee, fragen Sie mal ruhig weiter nach Blücher, auch wenn die das hier nicht gern hören. Ja, was haben Sie denn mit ihm besprochen? Was soll sie denn schon gesagt haben? Guten Tag, hat sie gesagt. Und darum sind Sie extra nach Berlin gereist? Ja, ich hatte doch was mit ihm zu verhandeln. Großmutter, darauf kann sie dich nun wirklich nicht mehr besinnen. Warum nicht? Nur weil ihr wollt, dass ich tüdelig bin? Na schön, wenn ihr meint, bin ich eben tüdelig, nicht? Ihr seht nämlich auch. Tante Victoria! Aber das eine muss ich doch noch sagen. Ja, nee. Vielen Dank, hat er zu mir gesagt. Es geht schon alles in Ordnung. Und nun kommen Sie mal gut wieder nach Haus. Das ist wirklich interessant. Für was hat er sich denn bedankt? Ja, nur entschuldigen Sie mal, aber Großmutter, sehr, sehr viel. Nee, bloß das eine noch. Für was hat er sich bedankt? Naja, für den Rat, den ich ihm gegeben habe. Er hatte das ja so mit dem Magen, nicht? Und da habe ich zu ihm gesagt, er soll nicht so viel fetten Speck essen, lieber mehr Kümmel nehmen. Das gehört wohl doch nicht in unser Blatt.
Na, aber ich darf doch sicher schreiben, dass Sie doch jeden Tag das Fremdenblatt lesen. Ach, schreiben Sie, was Sie wollen. Ich lese nie die Zeitung. Wegen der Augen. Sie kann nicht mehr richtig gucken. Tante Victoria, du Landbastard! So, nur wollen wir Mann der Voss noch ein bisschen allein lassen. Sicher, sicher. Aber bevor das große Fest richtig losgeht, komme ich ja mal wieder und mache ein richtig schönes Familienfoto. Das ist nett. Siehst du, Großmutter, ja. Nun kommt dein Bild sogar noch ins Blatt. Ganz groß ist das so, Herr Redakteur. Er hat Familienfoto gesagt, Familienfoto hat er gesagt. Ja, ja, die ganze Familie. 5 Generationen. Aber bloß die Lebendigen. Du machst es sogar noch einen Lippenspaß, unsere Großmutter. Bloß die Lebendigen. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Lina ist nicht dabei. Lina. Aber Großmutter, die ist doch nur gar nicht so wichtig. Na, vielleicht ist das was für mich. Nee. Ja, wissen Sie, Lina kann nicht kommen. Sie ist ein Pläsier, der. Und nun kann sie nicht mehr arbeiten. Großmutter, nun sei doch still. Lina kann nicht kommen, weil sie krank im Bett liegt. Aber vorher hat sie als Pläsier, deren gearbeitet. Großmutter! Das ist doch so. Sie musste doch davon leben. Und nun ist die kleine Lina auch schon beinahe 60. Sei endlich still. So, ich muss nun los. Meine Apotheke wartet auf mich. Da müssen Sie doch auch lang. Vielen Dank, Frau Voss. Ich will hoffen, Sie haben sich nicht zu doll angestrengt. Ich nicht, wie sollte ich wohl? Sowas muss man sich hier nur mit anhören. Und dennoch, wenn jemand von der Zeitung dabei ist. Also wirklich, Großmutter, über sowas redet man doch nicht. Sie weiß doch gar nicht mehr, was sie redet. Weiß Großmutter überhaupt, was sie uns damit angetan hat? Wenn das morgen nur alles in der Zeitung steht. Na und? Warum soll das zwischen 147 Vossens nicht einen Mietje geben? So, nun will ich mich umziehen für den Zirkus. Was ist das für den Zirkus? Bist du nur ganz und gar durchgedreht? Um Punkt 6 kriegst du deine Milchsuppe und dann gehst du schön ins Bett. Du musst doch ausgeschlafen sein, dass du morgen gut aussiehst auf deinem großen Fest. Nein, ich gehe ins Zirkus. Heute Abend gehe ich in Hans Offenhardt seinen Zirkus. Und Waldemar kommt mit. Er macht doch so gern Pferde und Musik. Nicht? Pferde und Musik. Großmutter, nun sei doch vernünftig. Wir gehen alle mal mit dir ins Zirkus. Ein andern Mal. Der letzte Zirkus war hier vor 30 Jahren. So lange will ich nicht wieder warten. Dieser Kerl, der hat ihm seinen Stiefeln ganz verrückt gemacht. Nicht nur mit seinen Stiefeln, beste Schwägerin. So, nun gehen wir schön ins Bett. Lass mich los. Das ist ja wohl noch schöner. Darf ich mit 106 nicht mehr tun, was ich will? Gut, dass du kommst, Albert. Sie will heute Abend absolut in Zirkus. Ja. So, hopp, hopp, ab in die Haie. Sag mal, mit wem redest du eigentlich, du Grünschnabel? Was? Ist das dein Fest oder mein? Ja, ich weiß. Du willst mich hier ausstellen wie so ein Schaf mit 2 Köpfen. Ich hab aber nur ein. Aber dieser eine, der weiß genau, was er will. Ich gehe heute Abend in Zirkus. Und morgen den Ehrentanz, den tanze ich mit einem, den ich mir aussuche. So nicht anders will ich das haben. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt. Und deine alte Milchsuppe, die kannst ihr in die Haare schmieren. Sei still! Großmutter, nun sei doch vernünftig. Wir meinen es doch nur gut mit dir. Weißt du was, mein Lücken? Geh du mal in den Kruch und zapf dein Bier. Das ist besser. Und du holst mir nun mein Kleid. Oder soll ich das selber machen? Was soll ich denn nun machen? Ja, aber Großmutter, was ist denn nun, wenn du in dem Zirkus tot umfällst? Ach, besser im Zirkus als hier bei dir. Gut, nun tu doch, was du willst. Nun hol dir schon ihr Kleid. Aber das eine sag ich dir. Du hast hier gar nichts zu sagen. Raus mit dir in die Schankstube. Oh Mann. Und du ziehst nun deine Uniform an, wenn du mit mir in den Zirkus gehst. Und versuch bitte wach zu bleiben. Also sowas nicht. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht belebt.
Okay. Und du glaubst wirklich, Mutter, dass ich meine Uniform anziehen soll? Ja, warum denn nicht? Du bist schlank wie mit 60. Und bring dein Haar mal ein bisschen in Ordnung. Du siehst ja aus wie ein Struwel, Peter. Jawohl, Mama. Gib mir deinen Arm. Halt dich gerade. Du lässt dich viel zu sehr gehen. Bist doch noch nicht in dem Alter. Knapp 80. Knapp 81, Mama. Spaß, Mary Lou. Für mich ist das Fest schon vorbei. Ja, aber warum das denn? Ein junges Mädchen muss sich doch auch mal amüsieren. Aber nicht, wenn sie im Krug arbeitet. Dann heißt das Gläser spülen, Teller waschen, Essen kochen, Bier zapfen, servieren. Oh, das tut mir leid. Hab ich was verkehrt gemacht? Nee. Das ist bloß... Sie haben so weiche Hände. Es ist kaum zu glauben, dass Sie... Dass ich beim Zirkus arbeite. Ich bin nicht immer beim Zirkus gewesen. Mein Vater wollte eigentlich, dass es mir mal besser geht. Und als Junge habe ich sogar eine ordentliche Schule besucht und so. Aber eines Tages kam alles anders. Vater verunglückte. Und einen Zirkus kann man nicht einfach dicht machen. Und da habe ich die Peitsche in die Hand genommen. Alle hopp! Da war ich 25. Und jetzt? Lebe ich im Zirkuswagen. Bin immer unterwegs. Ein richtiges Zuhause habe ich nie gehabt. Das ist das letzte Mal, dass ich hierher komme. Das letzte Mal? Ich meine, es ist das letzte Mal, dass Sie mich hier sehen. Denn Sie kommen bestimmt nicht wieder. Wir werden uns nicht mehr sehen, Mary Lou. Heute Abend im Zirkus, da werde ich Sie sehen. Ja, und morgen auf dem Fest. Aber dann sind da so viele Leute. Da ist so viel Lärm. Und übermorgen reisen Sie schon ab. Ja, aber das muss ich. Na dann. Du wirst mir fehlen, Mary Lou. Ist das wahr? Du bist ein nettes Mädchen. Aber nette Mädchen haben Sie auch anderswo getroffen. Ja, das schon. Aber die wussten auch, dass ich nur einen Tag bleiben würde. Und keine wollte mit mir weiterziehen. Weiterziehen? Mit dem Zirkus? Genau. Wer das tut, der darf keine Angst haben. Darf nicht fragen, wohin und wie lange. Und nie habe ich ein Mädchen gefunden, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Ich muss jetzt wirklich gehen. Mary Lou, hast du morgen eine halbe Stunde Zeit für mich? Nee, das geht nicht. Und heute Nacht? Heute Nacht? Nee. Aber Emmy macht sie leid. Emmy? Ja, meine Cousine. Na, sie hat ihnen doch erzählt, wo ihre Kammer liegt. Aber verstehst du ja nicht, das will ich doch gar nicht. Ich glaube, sie würde auch nicht mitkommen. Da ist die viel zu bange zu. Aber sie macht sie leiden. Und ich werde es auch niemandem erzählen. Mary Lou, hör auf zu weinen. Ich habe keine Angst. Aber das geht doch nicht. Und ich habe doch auch niemanden, der mir helfen kann. Ja, aber das ist doch klar. Die Familie, die Hochzeit und dann einfach weiterziehen. Ach, vergiss mich doch einfach. Nee. Heute
Nacht ist gut. Heute Nacht, wenn Sie wollen. Professor Markus, Hans, pass auf, die Löwen. Sultan, los, Platz, gut. So, alle hopp, gut. Alle hopp, gut. Alle hopp, gut. Brav, Sultan, komm, Platz. Brav, Sultan, brav. Hier. Und nun Musik! Was ist denn, Großmutter? Kannst nicht schlafen? Nee, ist nix. Aber du hast doch geredet. Aber ich hab mit mir selbst gesprochen, sonst hört mich ja doch keiner zu. Ach was, das kommt nur von diesem dösigen Zirkus. Das hat dich so aufgeregt, dass du nun nicht schlafen kannst. Los rein hier. Wo Hans Offenhardt nun wohl schläft, nicht? Wo soll der denn wohl schon schlafen? In seinem Zirkuswagen, denke ich doch wohl. Ja, du, mit dem fährt er das ganze Jahr rum. Der hat ein Bett auf Rollen, nicht? Was? Na ja, wie der kleine Hebelmann. Oh, ja. Nun denk mal nichts mehr und falte deine Hände und bete. Ja, du hast recht, davon werde ich immer so schön müde. Und vergiss nicht, das Licht auszumachen. Nein. Ja, Entschuldigung, ich... Ja, warum denn? Ist doch nett, dass du mich mal besuchst. Du, das ist schon lange Jahre her, dass ein Mann meinetwegen durchs Fenster geklettert ist. Na ja, das ist dein Versehen. Ich wollte ja, gar nicht... Ja, weiß doch, was du wolltest, aber das macht doch nichts. Setz dich hin. Ja, aber... Nee, nix, aber setz dich. Oder bist du bange, dass uns einer hört? Ja. Das glaubt mir doch kein Mensch, dass ich hier noch Herrenbesuch habe. Ja, Mann. Nee, komm, setz dich hier auf mein Bett. Da kann ich dich überhaupt nicht sehen. Ja. Komm her. So. Sag mal, Hans, hast du noch eine Großmutter? Die leben nun beide nicht mehr. Ist die eine von ihnen denn mit deinem Großvater und dem Zirkuswagen mitgezogen? Ja, ist sie. Hm. Aber Großvater ist ja nun auch schon lange tot. Haben Sie Kinder gehabt? Ja, Vater. Und Enkel? Na ja, sonst wäre ich ja wohl nicht hier, Großmutter. Ja. Ich sag nun, gute Nacht. Gute Nacht. Du, ich bin noch ganz benaut von deinem schönen Zirkus. Das Einzige, was mir gefehlt hat, das war der Kettenspringer. Sie meinen Alexander, mein Großvater? Ja, aber er hieß nicht Alexander, sein Name war Franz. Sie haben meinen Großvater gekannt? Ja, natürlich, sonst wüsste ich doch gar nicht seinen richtigen Namen. Ja, aber denn sind Sie das? Hm? Großvater hat viel von Ihnen erzählt. Ja, ich habe niemanden von ihm erzählt. Aber hier, guck mal, hier an der Wand, siehst du ihn, da hängt er. Sein Bild. Aber das kann nur ich sehen. Ah, nein, ich verstehe schon. Ach, du verstehst überhaupt nichts. Ich war doch damals noch so jung, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war noch gar nicht verheiratet. Nicht so laut, Großmutter Voss. Ah ja, er saß im Garten in dem Kuchen und ließ sich Essen geben nach der Vorstellung. Da bin ich in den Lindenbaum geklettert und habe ihn mir angeguckt. Das hat er gemerkt und da hat er mir runtergeholfen. Ach, schön war das. Wie romantisch. Ja, und als ich den nächsten Tag wieder hinkam, da waren die bunten Wagen weg. Sie
Haben Großvater gern gehabt, Großmutter Voss? Hätte sein Bild sonst all die Jahre da gehangen? Und mehr ist da nicht passiert, Großmutter Voss? Nee, aber das war nicht meine Schuld. Dein Großvater, der hatte einfach nicht genug Courage. Ich wollte ja. Ja, was denn, Großmutter Voss? Auch nix, mein Junge. Ich muss nur schlafen. Nun geh du, Mann, auch. Ne? So. Oh, danke, Hans. Danke. Gute Nacht, Großmutter Voss. Nacht, mein Jung. Das ist bestimmt nur Emmy. Nee, hör mal, hör mal, hör mal. Zu welcher wolltest du denn nur eigentlich? Ja, zu gar keiner. Ach, du bist nur meinetwegen gekommen. Na nein, das nicht. Sag bloß nicht, Emmy, du, die mach ich nicht leiden. Mary Lou. Mary Lou, ist das nicht so eine preußische Prinzessin? Nein, nein, nein. Ich meine Marie-Louise. Das Lieschen. Unsere Lieschen. Oh, das freut mich aber. Lieschen ist so ein feine Dirn. Dir gönne ich einen Offenhart. Und nun kann man, oh, mein großer Tag. Komm ja nun mal los, Mensch. Die ja, warten doch auf dich. Ich wollte nur Tschüss sagen. Warum denn nur Tschüss? Na ja, der Zirkus zieht weiter. Ja, dann nehmen Sie doch mit. Aber das geht nicht. Und dann bin ich auch viel zu alt für Sie. Alexander, hast du das gehört? Der ist genauso dösig wie du. Er hat damals auch immer zu mir gesagt, du bist noch so jung und ich bin schon so alt. Wie alt ist er eigentlich geworden? Ach, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube 80. Siehst du, da bin ich jetzt schon 26 Jahre älter als er. Nimm sie mit, Hans. Ja, und die Familie. Ach, Familie, weißt du, was passieren wird? Das wird euch genauso gehen wie Alexander und mir. Ich war damals schon ein paar Jahre verheiratet mit Elmer. Nicht gerade glücklich. Da musste ich nach Berlin. Ich sollte mit Blücher verhandeln. Was? Sie haben mit Blücher verhandelt? Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Als ich zurückfahren wollte, da sah ich ein Plakat mit Alexander und seinem Zirkus. Und da bin ich hingegangen. Ich wollte noch einmal mit ihm reden. Er saß in der Garderobe, er guckte mich an und sagte, du bist das? Ich sag, ja, ich bin das. Aber nun bin ich keine kleine Dirn mehr. Und dass ich heute hier stehe, du weißt, was das zu bedeuten hat. Ich sah noch die Liebe in seinen Augen und er dachte an gestern, aber noch mehr an morgen. Und er sagte, wenn wir unser Leben doch noch einmal von vorn anfangen können. Ich sage, na und? Fangen wir von vorn an. Nein, das geht nicht, sagt er. Ich bin verheiratet. Ich traue mich nicht. Und das sagt mir ein Mann, der eiserne Ketten sprengen konnte. Großmutter Voss, ich muss nur los. Nimm sie mit, Hans, nimm sie mit. Ich lege sie in deine Hände. Beruhigen Sie sich, ach, Großmutter Voss. Beruhigen, Mensch, ich habe ein halbes Jahrhundert geschlafen. Du hast mich geweckt. Diese Familie, die bei Voss anfängt und beim Geld aufhört, bring doch noch mal ein bisschen Ehrlichkeit in diese falsche Familie. Hans, ich muss nun schlafen, aber morgen werde ich Ihnen eine Lektion erteilen. Aber darum muss ich jetzt schlafen. Großmutter Voss, gute Nacht. Nacht, mein Junge. Halt, Hans, rechts! Rechts! Hans! Schnackst du aber laut, Großmutter? Ja, ich hab grad gebetet. Aber der liebe Gott ist doch nicht schwerhörig. Ja, manchmal könnte man das aber glauben. Ach, was? Komm ins Bett, sonst erkältest du dich noch. So, los. Marsch hier, renn in den Puch. Gebetet wird im Bett. Ja. Gute Nacht.
Hop. Sultan. Dass sie sich gerade hält. Eine Manda Voss braucht auch mit 106 noch kein Korsett. Vossens halten sich doch immer gerade, ne? Großmutter hat noch eine Figur. Wie ein junges Mädchen. Oh, danke, mein Dear. Wie hast du denn geschlafen heute Nacht? Gut, Großmutter. Wieso? Ach, nur so. Hätte ja sein können, dass einer von den Zirkusknechten sich zu dir hin verlaufen hätte, ne? Großmutter! So was sagt man doch nicht zum jungen Mädchen! Das hätte mal einer versuchen sollen. Den hätte ich achtkantig rausgeschmissen. Warum denn? Vor was bist du denn bange? Vor der Sache selbst oder überhaupt schon, wenn du da ansehst? Wirklich, Großmutter, du solltest dich was schämen. Seid ihr nun mal fertig mit der Anprobe? Vater will sein Frühstück haben. Ja, wir kommen ja schon. Komm, los hier. Was ist, hast du keinen Hunger? Doch. Aber ich will dir doch noch das Spitzentuch bringen. Das kannst du ja nach dem Frühstück machen. Oder Lieschen bringt mir das eben. Gut, dann hol du das Tuch. Ja. Das liegt nebenan auf der Kommode. Endlich. Großmutter, soll ich dir jetzt das Tuch holen? Nein, du sollst mir jetzt sagen, ob er gekommen ist oder nicht. Wer? Nun, tü nicht so rum. Ich weiß das doch von Hans selbst. Aber er ist nicht gekommen. Das gibt das doch nicht. Du hast doch auf ihn gewartet, Mary Lou. Du sagst Mary Lou, Großmutter. Ja, er nennt dich doch so. Das hat er dir erzählt. Ja, und dass er dich lieb hat und dass er dich mitnehmen will. Aber das geht nicht. Onkel Albert hat doch auch schon ein Brautkleid für mich bestellt. Brautkleid? Du brauchst doch kein Brautkleid. Was du brauchst, das ist ein Koffer. Hast du einen Koffer, Mary Lou? Ich hab noch die große alte Tasche von Mutter. Na schön, da packst du ein paar Schuhe rein, ein Kleid und ein bisschen Unterwäsche. Nachthemd brauchst du nicht. Aber du lässt eine kleine Ecke frei für den Schmuck, den ich dir mitgeben will. Wozu das denn? Also wenn man verreist, dann braucht man Kleidschuhe und Unterwäsche. Schmuck kann man immer gebrauchen. Großmutter, du meinst, ich sollte mit ihm gehen? Glaubst du, dass du ihn lieb hast? Oh ja, Großmutter. Ich weiß auch nicht, wie das mit Mai gekommen ist, aber das war plötzlich wie so ein Blitz da. Na ja, die Liebe, die kommt immer wie ein Blitz. Ja, aber... Es gibt gar kein Aber, wenn man jemanden lieb hat. So, geh in die Kammer, pack deine Sachen und den Rest lass mich mal machen. Raus mit dir. Soll ich dir jetzt das Tuch holen? Nein, jetzt sollst du frühstücken, dass du genug Kräfte hast für all das, was noch kommt. Und du willst mir wirklich nicht erzählen, was du vorhast? Das kann ich dir beim besten Willen nicht erzählen. Oh, nur raus mit dir. Großmutter. Wer? Aber ich bin nicht allein. Kommen Sie doch rein, Euer Eminenz. Dein Großkind, Großmutter. Großmutter. Du bist der kleine Jakob. Du
siehst aber ein bisschen blass aus, mein Junge. Ich bin älter geworden, Großmutter. Ach, du musst mir tüchtig was essen. Bloß nicht jeden Tag Milchsuppe, davon bist du ganz köderig. Kannst dich denn auf den Lüttenputsche besinnen? Oh ja, das kann ich. Ich meine, ich kriege jetzt ja schon mal ein paar durcheinander. Aber auf dich kann ich mich noch ganz genau besinnen. Lebst du immer noch in Parchim? Nee, ich bin nun Bischof in Lübeck. In Lübeck. Habt ihr mir aber nicht erzählt. Das freut mich für dich, mein Junge. Das ist eine feine Stadt. Danke. Mein lieber Vetter, Sie kennen doch alle die Verwandten hier. Ja, ich meine, das ist doch... Und da macht ihr man keinen Kopf um. Das gibt so viel Neue. Meist jeden Tag kommen neue Vossens auf die Welt. Ist das nicht ein Segen, Großmutter, wenn man so alt werden darf? Oh Gott, das ist ganz einfach. Du darfst nur nicht jung sterben. Ja, Henny, ich glaube, wir müssen nur runter. Der Umzug stellt sich schon auf und ich bin noch nicht mal fertig mit dem Frühstücken. Und dann fängt die Kirche ja auch bald an. Auf mich müssen Sie wohl alle noch ein bisschen warten. Ich wollte hier noch die Beichte ablegen. Die Beichte? Aber das tut doch gar nicht nötig. Doch, doch, doch. Wenn ich hier schon mal einen Bischof im Haus habe, dann will ich auch, dass er mir die Beichte abnimmt. Eminenz, Eminenz, geht das denn überhaupt? Ja, das ist nicht die Regel, aber wenn sie es absolut will, warum nicht? Jeder Christ hat das Recht, seinem Hirten seine Sünden zu beichten. Auch wenn sie mal bloß so lütt sind, dass die Großmutter Voss. Tja, Herr Pastor, da können Sie noch was lernen von unserem Bischof. Nee, 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 nee. Lassen Sie uns mal allein, ne? Eminenz. Na, Großmutter Voss, was hast du denn auf dem Herzen? Willst du mir helfen? Nur gewiss doch, wird schon nicht so schlimm werden. Ja, wenn du meinst. Na, Mann, zu. Aber nicht rot werden. Keine Bange. Weißt du, ich hab da was vor. Achtung, Großmutter! Aber nicht heute, Großmutter. Oh Mann, ihr gönnt einem aber auch nichts. So, können wir? Ja, es sind alles parat für das große Familienfoto. Oh, mach mal ein bisschen fix, nicht? Die Redner haben mich doch ziemlich müde gemacht. Mensch, die waren aber auch langtöchig. Ist ja nicht dabei, Großmutter. Ne? Das ist ein Bild, Großmutter Voss. Wie so eine Königin. So, will ja, dann herrschaften Sie du bitte auch aufs Stell. Ja. Ja, also der Bischof kann neben Großmutter sitzen. Wilhelm Hohmannstuhl. Auf der anderen Seite, hier sitz ich, bitte. Und ich als Bürgermeister? Du stehst natürlich. Wieso? Ja, sonst kann man deine schöne Amtskette ja gar nicht sehen, ne? Das ist auch wahr. So, Clara, du stellst dich daneben und Viktoria und Waldemar auf die andere Seite. Ja, und wo sollen die anderen hin? Ja, das ist mir ganz egal, die können sich hinstellen, wo sie wollen. Und was ist mit uns? Ja, wo sollen wir stehen, wenn wir schon diese komischen Sachen anziehen müssen? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Ihr seid ja das Wichtigste für die Postkarten. Ihr steht natürlich vorn, ganz vorn, ganz vorn. Hopp, hopp. Ja, das ist kein Bild. Nun sehe ich Großmutter Voss nicht mehr. Oh, das macht doch nichts. Ich bin ja nicht so wichtig. Die Kinder können sich auf den Fußboden setzen vor Großmutter. Ja, das ist auch wahr. Also dann setzt ihr euch hier hin und ihr da. So, mal zu, mal zu. So. Ja, das ist ein Bild. So, nur Augen auf und nicht rühren. Ja, Augen auf und nicht rühren. Nicht rühren. Ja, das gilt auch für Sie. Ja. Achtung. Danke. Das Foto können Sie wegschmeißen. Wieso das, Frau Voss? Da ist Hans Offenhardt nicht mit drauf. Was? Dieser Zirkus-Heini? Ich will ihn mit auf dem Bild haben. Oh, das eine Bild langt. Ja, und was machen wir denn, wenn sich doch einer gerührt hat und das Foto nicht scharf ist? Das ist nicht scharf. Wie meinen Sie das? Ich habe beide Hände vors Gesicht gehalten, haben Sie nur nicht gesehen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein zweites und ein drittes Bild machen. Ja, das sag ich doch. Also, nun haben wir genug damit rumgetünt. Also, dann machen Sie noch ein Foto, aber dann sind wir damit durch. Wenn Hans Offenhardt nicht kommt, halte ich mir das Taschentuch aus. Großmutter, du hör auf mit diesem Kinderkram.
Arm. Also dann hol ihr doch ihren Dompteur. Ach, da denke ich ja gar nicht dran. Darf ich fragen, was Sie gegen diesen Dompteur haben? Ja, ach, meinetwegen, Wilhelm, los, lauf hin und hol ihn her. Und wenn er nicht mitkommen will? Der gibt ihm Taler oder lad ihn zum Essen ein. Gut, ich will hoffen, er kommt bald. Na, bist du denn zufrieden? Bringst die ganze Welt durcheinander. Und wenn ich dich mal durcheinander gebracht habe, das langt mir all. Beste Schwägerin. So ist es so recht? Ja, ja, das ist ein Bild. Aber vielleicht wäre es doch besser, wenn sie ihren Schlips wieder zurechtziehen, ne? Ja, bloß mit den jungen Leuten, da bin ich noch nicht zufrieden. Ich auch nicht. Was hast du denn nun schon wieder zu quaken? Na, Peter und Emmy, das ist mir egal, aber Lieschen soll sie nicht neben Wilhelm setzen. Warum denn nicht? Die beiden sind doch versprochen. Die sind noch nicht versprochen. Albert! Ja, aber nach dem großen Festessen werden sie sich offiziell verloben und im Oktober wird geheiratet. Nee, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil Lieschen einen anderen heiraten soll. Sie hat einen Bräutigam, den ich für sie ausgesucht habe. Was sagst du da? Soll das heißen, unser Sohn ist dir nicht gut genug? Moment, 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 Moment. Herr Redakteur, wollen Sie bitte einen Moment in der Gaststube warten, ja? Peter fragt den Herrn Redakteur, was er trinken will. Sie können ja wieder zurückkommen, wenn das Gewitter hier vorbei ist. Ist klar, Frau Voss. Willst du da nun endlich mal mit rauskommen, was der ganze Kram hier soll? Das habe ich doch gesagt. Aus dieser Hochzeit wird nichts. Albert! Sie ist nicht mehr ganz richtig! Och, lieber Vetter, wie reden Sie denn mit der 106-Jährigen? Ja, und wie wirst du das denn auch überhaupt anstellen, dass aus dieser Hochzeit nichts wird? Oh, du, das ist ganz einfach. Ich werde ein paar Dinge erzählen, Dinge von dieser Familie, dass ihr hinterher euch nicht mehr vor die Tür traut. Mama! Kann denn keiner das Maul zu nehmen? Großmutter, Vorsicht! Das geht hier um die Ehre unserer Familie. Familie Voss zählt nie die Ehre, Familie Voss zählt immer nur das Geld. Mama. Albert, tu doch was! Großmutter sagt bloß das, was unser Herr auch sagt. Die Ehe soll ein Herz an das andere binden. Und nichts anderes. Bei uns zählt zuallererst das Interesse der Familie. Und was die Kirche dazu sagt, das will hier keiner wissen. Und darum werde ich nicht zulassen, dass Lieschen, die Enkelin von Heinrich, so behandelt wird. Albert, nur sag doch mal was! Ich kann nicht Wasser! Sofort, Vater! Was ist sowas? Ja, und sag mal, was du mit Lieschen vorhast, das willst du uns nicht verraten. Oh doch, das gibt einen, den sie lieb hat und wo ich sie in den besten Händen weiß. Och, Großmutter, ich weiß nicht, was ich sag. Du, 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 du. Sie haben nach mir verlangt. Hans, da bist du ja. Stell dich hierher und Lieschen stellt sich an deine Seite. Herr Bischof, rückst du mal ein bisschen weiter? Danke, Jakob. So, nun leg den Arm um sie. Los. Ja, so, du Mann, zu. Nun soll doch erstmal der Redakteur wieder reinkommen, dass wir hier ein bisschen Ruhe kriegen. Ach, Gerda, sei so nett, er soll wieder reinkommen, ja? Ja, wisst ihr, Weibel. Ich soll reinkommen. Hier, Vater, das Wasser. Was soll ich denn damit? Das soll ich dir doch holen. Ach, Blödsinn, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Wasser getrunken. Also darf ich mal fragen, warum Sie mich hierher bestellt haben? Grappen von ihr und nicht die Einzigen. So, Herrscher, sind wir nun so weit? Ich wähle meine Zeit nämlich auch nicht vor der Wiese. Ja, Sie können nur knipsen. Und ich sitze nur allein hier vorn. Nein, du stehst allein, aber ganz hinten. Ja, aber ich soll doch bei Lieschen sitzen. Ja, hat sich was. So, Herr Redakteur, Sie kann es anders. Das begreife ich nicht. Ich denke, ich soll verlobt werden. Ja, das ist ein Bild. Oh, bist du freundlicher, Herr Voss? Ja, nichts lieber als das. Achtung! So, und nun gleich nochmal. Der Herr Bischof, bitte den Kopf ein Stück weiter nach vorne. Aber gern. Wunderbar! Achtung! So, das war das. Ja, vielen Dank und dann tschüss auch. Einen Augenblick noch. Ich habe das doch richtig verstanden. Das, was ich nun gemacht habe, das war das Familienfoto. Ja, für die Postkarten. Und was wollen Sie nun noch? Na, das Bild mit dem Minister und dem Landrat. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das machen wir dann später, nach dem Bankett. Bankett? Nach dem Festessen. Ach so. Ja, und das soll aufhören. Ja, alle mit drauf. Das kriege ich nicht auf ein Bild. Ach, die anderen brauchen wir nicht. Der Minister, der Landrat und ich, das genügt. Hey, Alter! Ja, und der Großmutter natürlich. Ja, ja. Entschuldigung, der Bürgermeister ist auch noch da. Ja, der Bürgermeister ist auch noch da. Ja, und ich und Onkel Waldemar gehören auch mit zur Familie zu. Also doch eine Fotomontage. Also, wir wollen Sie nun nicht länger von Arbeit abhalten. Ja, ich danke auch. Hans Offenhagen, du bleibst hier, da wo du stehst, neben Lieschen. Da gehörst du hin. Vater,
Was soll das heißen? Was meint sie damit? Das ist doch ganz einfach. Das ist der Mann, den ich für sie ausgesucht habe. Aber da hast du doch gar nicht über zu bestimmen. Das ist Sache der Familie. Glaubst du? Und Liesen, die hätte noch kein Wort dazu gesagt. Sie kennt ihn doch fast gar nicht. Bloß vom Zirkus. Ja, das kann sein, aber sie hat ihn lieb. Ja, und hat er sie lieb? Na, das kannst du ihn doch nur mal selbst fragen, nicht? Mir scheint, Albert, ich bin hier über. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich kann ja in der Gaststube ein Bier trinken. Ja. Philipp, hast du es nicht gehört? Ein Bier! Aber das geht hier doch um meine Braut! Hier ist das Bier! Hast du das gehört? Ja. So, und nun sind wir unter uns. Nicht ganz. Da ist ja noch dieser Zirkusprofessor. Der genau. Zirkusprofessor gehört zu uns, weil er ja Lieschen heiraten will. Ja, wollen Sie das denn überhaupt? Ja, aber nichts lieber als das. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und du, Lieschen, was ist mit dir? Oh ja. Ich möchte schon. Na ja, also dann ist doch alles in Ordnung. Dann krieg ich nur endlich mein Quittenlikör. Albert! Also unser Bürgermeister wird die beiden nicht ins Standesamt lassen und unser Pastor lässt die beiden nicht vor den Altar. Ja, da soll's nicht dran liegen. Den kann ich ja eins bringen. Ich meine, wir wären ja alle wirklich sehr stolz, wenn ausgerechnet das Waisenkind in der Familie einen Professor kriegt, der auch noch Dompteur ist. Aber hier wird in der Familie geheiratet und darum soll sie ihren Schwipfwetter heiraten. Sie wird Hans Offenhardt heiraten. Er hat genauso viel Recht, sie zu heiraten wie dein Wilhelm, weil er auch mit ihr verwandt ist. Was sagst du? Das sind Cousin und Cousine. Ich hab das ja immer gesagt, sie ist übergeschnappt. In 106 Jahren ist das ja auch kein Wunder. Ja, was soll das bedeuten? Das ist ganz einfach. Hier, Hans Offenhardt hat einen Großvater, das war Alexander, der Kettensprenger. Was haben wir damit zu kriegen? Ganze Menge. Lieschen, die arme Dern, die ihre Eltern so früh verloren hat, ist doch das Enkelkind von Heinrich und Albertine. Und Albertine war die Tochter von Carsten. Von Carsten? Von Carsten. Und Carsten war der Sohn, den Alexander, der Kettensprenger, gehabt hat. Seht ihr? So einfach ist das. Gehabt hat? Mit wem? Mit mir. Großmutter, bist du denn ganz und gar unklug? Oh nein, ich habe ein gutes Gedächtnis. Da hat der Landrat vorhin ja auch so gut drüber gesprochen. Großmutter, du machst doch bloß einen Spaß. Das kann man aber der nie wissen. Habe ich dir ja gesagt, die kriegen das nicht in ihren Bregen rein, dass ich auch mal 30 war und verliebt. Also nochmal. Alexander und ich, wir haben uns lieb gehabt und das war schön. Ja, aber da warst du doch schon verheiratet. Ja. Ja, und? Und sowas in unserer Familie. Und wann denn und wo? Ja, wann und wo? Ihr wisst doch alle, dass ich mal in Berlin war. Und da hat der schöne Alexander mir den kleinen Carsten geschenkt. Nun weißt du auch, warum ich den Zirkus so mache. Ja, so, nun lassen Sie uns mal einen Moment allein. Wenn das um meine Familie geht, dann bleibe ich. Soll ich ihn rausschmeißen, Vater? Wenn du mir Angst machen willst, lass ich die Löwen aus dem Käfig. Ja, und du hast diesen grundguten Mann wirklich in Berlin betrogen? Und das war nicht das erste Mal. Da war zum Beispiel ein netter Offizier oder ein Medizinstudent. Sie soll aufhören! Kann dir denn keiner den Mund zu halten? Nee, also dieses leichtsinnige Weib hat ja den wunderbaren Elmer nie richtig geliebt. Erstens war er nicht wunderbar. Und zweitens stimmt das auch nicht. In den ersten Ehejahren war ich ihm eine gute und ehrliche Frau. Aber er hat mich behandelt wie so ein Stück Möbelmann. Mit 30 Jahren war ich für ihn eine alte Frau, zu nichts anderem zu gebrauchen, wie zum Scheuern, Reinmachen, Putzen, Wischen, naja, und für die Kinder. Kinder? Wessen Kinder? Und ich hätte mir so gewünscht, dass er auch mal zärtlich gewesen wäre. Nur mal so übers Haar streichen oder bei der Hand nehmen. Oder ein gutes Wort. Aber für ihn war ich keine Frau, für ihn war ich nur ein Arbeitstier. Und darum hab ich ihn betrogen. Und das mit dem Kettensprenger. Pfui. Und dann waren die anderen Kerls. Gezählt hat nur Alexander. Das war
der einzige Augenblick, wo ich wirklich glücklich war. Also alles haben Sie mir gestern Abend nicht erzählt, Großmutter. Also, habt ihr das gehört? Jetzt sagt das schon Großmutter zu ihr. Nee, diese Überraschung habe ich mir für heute aufbewahrt. Ich habe dir aber erzählt, dass ich in Berlin war. Aber Sie haben mir nicht erzählt, warum. Das gehört nicht hierher. Oh doch, das gehört hierher. Wenn wir hier schon mal die Wahrheit dieser wunderbaren Familie auf den Tisch legen, dann gehört Ernst, der Bruder von meinem Mann, ja wohl auch dazu. Er war ein Deserteur und die Gendarme waren hinter ihm her. Was für ein Schlag für die Familie, was für eine Schande für Vossens Gasthof. Es war das einzige Mal, dass ich meinen Mann hab weinen sehen, aber nicht um seinen Bruder. Nein, um das Ansehen von Vossens Gasthof. Und darum musste ich nach Berlin und musste mit Blücher verhandeln. Naja, und er hat ihn dann ja auch begnadigt. Ach, da konnten die Vossens ihre Nase aber wieder hochtragen. Und ich habe dann ja auch meinen Lohn bekommen in Berlin. Aber nicht bei Blücher. Du hast persönlich mit Blücher verhandelt, dass Großonkel Ernst freikommt? Ja, stell dir das mal vor, du, so tüchtig war ich. Ja, sehr tüchtig, hm? Und nicht nur bei Blücher. Nehm dich in Acht, Albert. Ja, und diese Gelegenheit... Diese Gelegenheit verdanken Lieschen und all die anderen, die von Carsten abstammen, ihr Leben. So, du gehst jetzt wieder zurück in deinen Zirkus. Und Lieschen, du gehst in deine Kammer und tust alles, was ich dir gesagt habe. Ja. Nein, stopp! Erst müsst ihr euch doch mal einen Kuss geben. Ich muss euch doch den Segen geben. Das leistet ihr. Haben Sie das gehört? Ich bin jetzt segend. Ja, so bin ich nun mal. Ich lass mir meine Braut nicht von diesem... Denk an die Löwen. Albert! Albert! Der Herr Minister ist eben angekommen. Oh, nee! Oh. Schnack du ein paar Worte mit ihm. Ja, nur mal zu, wozu bist du der Gemeinderat? Großmutter, steh auf! Und lachen musst du, das sag ich dir! Steh doch schon auf, Großmutter, und sei freundlich zu dem Herrn Minister! Ich stehe hier nicht eher auf, als bis alles passiert ist, was ich jetzt verlange. So, der Herr Landrat ist nun auch da, wir müssen nur anfangen. Ja, ich muss nur erst mal mit der Alten hier fertig werden. So, raus mit euch beiden, fragt sich erst, was sie trinken wollen, will er auch. Herr Redakteur, wir kommen sofort. Ja, das Bild kommt wohl davor noch. Ja, 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 bitte, komm mal her. Halt den Herrn Redakteur ein bisschen schneller. Pass auf, Jürgen, der Landrat ist da. Was schert mich der Landrat? Ich stehe ja nicht eher auf, als bis ein Advokat kommt. Advokat? Ich will das schriftlich haben. Ja, was? Dass Lieschen mit Hans Ochnard mitgehen kann, aber nicht als Bettlerin. Sie bekommt natürlich alles mit, was ihr von der Erbschaft zusteht. Was sagst du da? Das gibt das ja wohl nicht. Sie kriegt nicht einen Pfennig mit, wenn sie hier aus dem Haus geht und wenn ich diesen verdammten Gasthof anzünden muss. Schön. Dann geh man allein zu meinem großen Festessen. Albert, das bringt sie glatt fertig! Scheiße! Sie geht mit zu diesem Festessen und wenn ich sie da hinschleppen muss... Das gibt aber ein schönes Foto. Ich sag einfach, du bist zu klapperig zum Laufen. Ich bin aber nicht zu klapperig zum Reden und reden werde ich. Da werden wir schon Pefo setzen. Also das ist ein schönes Festessen, wo die Enkelkinder der Großmutter den Mund zuhalten. Lieber Vetter, wenn Großmutter reden will, dann werde ich dafür sorgen, dass sie reden kann. Ach, nun hört ihr das an. Der Rucksack verstroht. Großmutter, nun sei doch vernünftig. Du willst doch wohl nicht allen fremden Leuten erzählen, was du getan hast. Ja, warum denn nicht? Da habe ich doch das beste Publikum. Du bist vielleicht noch stolz auf dein Lotterleben, ja, was? Ja, denn gerade dies Lotterleben hat mich jung gehalten. Und wenn ihr euch aufgespielt habt, habe ich immer nur gedacht, kakelt ihr mal rum, ihr stammt ja doch nicht vom gleichen Hahn. Soll das heißen? Du willst doch nicht sagen, dass wir nicht alle von unserem Großvater Elmer abstammen. Meinen fünf Söhnen sind vier nicht von ihm. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und hier habe ich mir alles aufgeschrieben, so das war nötig. Für Lischen und für mich, sonst wäre ich erstickt.
Großmutter, noch eine Frage. Wer stammt denn von Großvater Elmer ab? Du kannst ganz beruhigt sein. Der Einzige, der von ihm abstammt, das war dein Vater. Du bist also kein... Was hat er noch gesagt? Rucksack. Rucksack, Voss. Aber viel geholfen hat es bei dir auch nicht. Ich bin kein Voss, Mutter. Nein, mein Junge. Oh, komm, warum tut denn keiner was? Hört ihr nicht, dass ihr den Oberst beleidigt und mich auch? Was schert mich der Oberst? Ich will wissen, von wem ich abstamme. Lass sie in Ruhe! Ich spreche nicht bloß in meinem Namen, ich spreche im Namen von 147 Forzen. Hör auf! Ihr seht doch, dass ich als Sohn meine Mutter auch nicht vors Brett nehme. Das kannst du halten, wie du willst, Onkel. Onkel ist gut. Alles, was unsere Familie zusammengehalten hat, liegt nun in Scherben vor uns. Ja, warum denn? Ich bin doch da. Ihr stammt doch alle von mir an. Du zählst nicht. Ich zähle nicht. Warum habt ihr mich denn auf die Tribüne gestellt? Du warst das noch, den Mund aufzumachen? Schäm dich, dass du so alt geworden bist. Victoria! Stopp! Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand meine Großmutter beleidigt. Wenn ich als unechter Rucksackfoss aus der zweiten Reihe mal was sagen darf. Draußen sind unsere hohen Gäste und die anderen Fossen, die Echten und die Unechten, und warten mit dem Essen. Ich gehe da nicht hin, bevor ich nicht weiß, wer mein Großvater war. Och, ich glaube nicht, dass meine Großmutter nur Lust hat, dir das zu erzählen. Nein, das nicht. Aber nachher bei dem Pudding, bei meiner Rede, dann haben sie alle was davon. Das ist doch nicht dein Ernst. Willst du uns denn alle unglücklich machen? Ich will nur, dass Lieschen ihr Recht bekommt. Das ist das Einzige, was mich noch glücklich macht. Was soll ich denn bloß tun? Tja, den Rat von so einem unechten Schrapelsfoss will hier ja keiner hören. Sonst hätte ich gesagt, ihr müsst wohl in den sauren Apfel beißen. Denk doch mal nach, Albert. Echt oder unecht spielt doch keine Rolle. Wir müssen das tun, was wir ein Leben lang getan haben. Zusammenhalten. Ich glaube, er hat recht, Albert. Gib nach. Ja, gib nach. Gut. Beim Andenken an meinen ehrhaftigen Großvater Elmer, du hast gewonnen. Gut. Wo ist der Advokat? So langt dir das nicht, wenn ich dir mein Ehrenwort gebe? Dein Ehrenwort? Nee. Aber hier, schwör das auf die Bibel. Ja, aber das geht doch nicht, Herr Bischof. So was darf man nicht. Doch, tun Sie, was sie sagt. Sie brauchen bloß die Hand auf das Buch zu legen. Das Schwören können Sie sich sparen. Ich bin Zeuge. Was soll ich sagen? Ganz einfach. Lieschen kann hingehen, wo sie will, und sie kriegt jeden Taler ihrer Erbschaft ausbezahlt. Ja, Lieschen kann hingehen, wohin sie will, und... Also ich verstehe kein Wort. Lieschen kann hingehen, wohin sie will, und sie kriegt jeden Taler ihrer Erbschaft ausbezahlt. Mein Ehrenwort, so langt das. Sein Ehrenwort, nee. Aber der Bischof ist ja mein Zeuge. Können wir denn nun bitte... rübergehen. Ja, geht man. Ich komm gleich nach. Na, dann kommt schon. Großmutter hat uns ja nun Erlaubnis erteilt. Ich hab noch keine Antwort gekriegt, Großmutter. Meins wegen deinem Vater? Ja. Ich werde dir das zur rechten Zeit sagen. Komm, Victoria. Sie sagt uns das zur rechten Zeit. Ja, ja, ja. Ich geh schon mal voraus, Großmutter. Ich glaube, du hast mit deinem Sohn noch was zu bereden. Ja, du hast recht. Und Jakob, vielen Dank. Das hast du gut gemacht, Großmutter. Komm, Waldemar, setz dich mal zu mir. Weißt du, was ich vorhin alles erzählt habe? Das war nicht ganz so, wie ich Ihnen das vorgetünt habe. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, Mutter. Dir will ich die Wahrheit sagen. Ja? Nicht nun, aber bald. Das habe ich dem Bischof versprochen. Vielen Dank, Mutter. Mhm. Das hat doch ein bisschen wehgetan. Ja, ich weiß. Aber ich habe auch viel zugelernt. Mit 106 ist Manda Voss für Sie gar nichts mehr wert. Nur noch ein altes Denkmal, wo man jedes Jahr eine neue Girlande umrum tütert. Nur wein doch nicht, Mutter, an deinem großen Ehrentag. Aber mein Jung, ich wein doch nicht. Und nun geh zu deiner Blaskapelle. Sie warten auf dich. Danke, Mama.
War wohl alles ein bisschen viel für Sie gestern. Nun hat sie ihren großen Tag gehabt. Ist ja früh angefangen und ging ja auch bis spät in die Nacht. Ist hart, wenn man in meinem Alter seine Mutter verliert. Da rechnet man gar nicht mehr mit. Ich störe doch nicht. Nee, Herr Voss. Ich bin ja der Letzte von Ihren Söhnen. Sind Ihre Augen eigentlich blau oder grün? Weiß ich nicht, Herr Voss. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal richtig angucken. Wenn ich mich richtig besinn, da habe ich nie drauf geachtet. Blau! Sie sind blau! Was ist blau? Deine Augen sind blau. Hättest du sie lieber schwarz? Alter, schwere Nöter. Ich kann es auch nicht jedem recht machen. Oh, Herr Pastor. Herr Pastor, sagen Sie mal, wie viele Menschen sind Ihnen in den letzten Tagen gestorben? Vorgestern eine junge Frau von 23. Und gestern ein junges Mädchen mit 16. Na, hören Sie mal, das ist aber doch kein Alter, um zu sterben. Na ja, ich will ihm da ja auch gar nicht zwischenreden. Ne? Aber wenn er mich noch ein paar Tage in Ruhe lassen könnte, ich hab da noch so ein Fest im Sinn. Im Himmel ist jeder Tag ein Festtag. Ja, Herr Pastor, ich weiß nicht recht. Hier unten kenne ich mich ja aus mit dem Feiern, ne? Aber da oben ist bestimmt alles wieder anders. Und dann ist mir das da auch viel zu voll. Gott ist groß. Ja, das ist ja auch nicht seine Größe, die mich bange macht. Das ist mehr so die Art und Weise, wie er uns selig machen will. Ne? Waldemar! Ja. Waldemar, ist so schönes Wetter draußen. Willst nicht ein bisschen angeln gehen? Nee, da ist heute nicht der Tag für. Ach so, da ist nicht der Tag. Ach, Waldemar, komm, setz dich hier mal zu mir. Herr Pastor, ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Wenn Sie Ihr Herz leichter machen wollen, ich bin immer für Sie da. Ach, Herr Pastor, ich hab mein Herz schon lange leicht gemacht. Bei Ihrem Chef, dem Bischof. Du hast nie gefragt. Aber ich meine, du bist nun in einem Alter, wo du die Wahrheit vertragen kannst. Das will ich meinen. Weißt du, was ich gestern erzählt habe, das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, dass ich nie in meinem ganzen Leben mit einem anderen Mann... Ja? Nein! Das waren doch alles nur Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, um eine Sehnsucht nach Liebe und Wärme auszuhalten. Und der Kerl vom Zirkus? Ach, Alexander. Das war der einzige Mann, den ich mir fürs ganze Leben gewünscht habe. Aber passiert ist da nie was.
Wir haben uns nur in den Arm gelegen und haben geweint. Das war alles. Denn bin ich also Vater Elbers Sohn? Ja, das bist du. Ich habe mir ja immer gewünscht, dass ihr einen anderen Vater hättet. Du vielleicht ein Jäger, der in Afrika die... Nee, mein. Oder vielleicht ein Graf mit einem großen Haus und viel Land. Stell dir mal vor, du als der kleine Graf Hardenberg. Was ist? Warum machst du die Fenster und ziehst die Gardinen zu? Wegen der Sonne, Großmutter! Ach, lass das! Aber Großmutter! Nein, lass das! Albert, will das so! Raus mit dir! Was ist denn los da unten? Das ist doch... Albert, will das so! Wir machen doch unten alle Fenster zu. Noch bin ich nicht tot. Ach, daher weht der Wind. Ihr wollt nicht, dass ich den Zirkus wegfahren will. Das ist das also. Ist oben alles dicht, ihr Krabbzeug. Mit der Peitsche werde ich euch beibringen, wie man seine Großmutter behandelt. Ihr Albert! Ihr werdet noch lernen, was das Wort von Graf Hardenberg gilt. Und dreh den Schlüssel rum, ja? Oh, Waldemar, komm her! Sie kommen! Ich kann Sie sehen! Wir haben hier einen guten Platz! Guck mal, die Wohnwagen! Und dahinter die Wagen mit den wilden Tieren, mit Hans sein wilden Tieren! Und die Pferde legen sich ins Geschirr! Waldemar, was ist hier? Und nun, warum weinst du denn? Ach, das ist wegen der Pferde! Waldemar, geh doch mit ihm. Sie geben dir bestimmt ein Pferd. Ach, Mutter, in meinem Alter kann ich ja doch nicht mehr im Sattel sitzen. Waldemar, da sind sie, Hans und Lieschen. Sie sagen uns Tschüss, sie haben uns nicht vergessen. Tschüss, Lieschen, tschüss, Hans. Ich wäre ja mit ihm gegangen. Aber er hatte ja keine Courage. Macht's gut, ihr beiden, gute Reise. Sie winken noch mal aus dem Fenster. Hier sind sie weg. Waldemar, weißt du, dass sie genauso aussieht wie ich in jungen Jahren? Ach, und das freut mich so. Mir wird so leicht. Ich mache eine große Reise. Waldemar, das hier, das ist mein Fest. Mutter.